Die Folgen des Korruptionsskandals in der Türkei könnten weitreichend sein. Während sich die Stimmung bei den Bürgern immer stärker gegen die Regierung und deren Chef Erdogan richtet, fürchten Analysten um Schäden für Politik und Wirtschaft. So könnte der Fall die Bemühungen der Türkei, Mitglied der EU zu werden, torpedieren. Immerhin muss das Land dafür zeigen, dass es Probleme wie Korruption im Griff hat. Die Wirtschaft ist bereits angeschlagen. Die türkische Lira fiel auf den bisher niedrigsten Stand. Welche Folgen hat der Skandal für die Regierung Erdogan und welche Auswirkungen könnte er längerfristig auf die türkische Politik und die Wirtschaft des Landes haben? Darüber haben wir in Istanbul mit Halep Kücükcan gesprochen. Kücükcan ist Professor an der Marmara-Universität. Wenn wir uns die jüngsten Entwicklungen in der Türkei anschauen, speziell im Korruptionsfall, erkennt man zwei Dimensionen, die sowohl in der Türkei als auch vom Rest der Welt immer so gesehen werden. Erstens, die regierende Partei ist in den vergangenen 11 Jahren so stark gewachsen, dass sie gar nicht alle ihre Mitglieder kontrollieren kann. Es ist unmöglich, alle zu kontrollieren. Es gibt also Verdachtsmomente zu Korruptionsfällen. Zweitens geht es um den Zeitpunkt, um das Timing. Es gibt die Korruptionsuntersuchung und die Hinweise, die wir zurzeit haben, deuten an, dass es eine Art von Korruption gab und von der Regierung wird erwartet, gegen die entsprechenden Leute vorzugehen. Aber diese Dinge geschahen kurz vor den anstehenden Regionalwahlen und das hat in der Regierung viele Fragen aufgeworfen. Erdogan gibt ausländischen Elementen die Schuld am Skandal. Wie beeinflusst das die internationalen Beziehungen der Türkei? Der relative Erfolg der Türkei in der Außenpolitik, etwa auf dem Kaukasus, dem Balkan oder im Nahen Osten, wurden von Europa und dem Westen immer wieder kritisiert. Um etwas gegen diese Kritik zu tun, hat die Türkei versucht, ihre Beziehungen zur EU zu verbessern. Aber trotz der Reformen im Rechtssystem, trotz der Angleichung der türkischen Gesetze an europäische Normen, kritisieren manche Länder in Europa die Türkei wegen ihrer Regierung, wegen ihrer Zugehörigkeit zum Islam. Sie haben die Türkei kulturell von sich geschoben. Sie sagten, die Türkei gehöre nicht zum Westen. Das hat in regierungsnahen Kreisen den Eindruck erweckt, die Türkei werde immer kritisiert, trotz ihrer friedlichen Politik, ihrem Beitrag zur Sicherheit des Westens, ihrer NATO-Mitgliedschaft. Die regierende AKP werde trotz all ihrer Erfolge nicht vom Westen gewollt, so der Eindruck. Ausländische Investoren fürchten, die unsichere Lage könnte die Türkei insgesamt destabilisieren. Seit 11 Jahren sind Wirtschaft und Politik in der Türkei stabil. Alle haben davon profitiert. Besonders die Wirtschaft ist zufrieden mit der Politik der Regierung. Wenn wir uns die Öffnung der Wirtschaft anschauen, die Eröffnung von 200 Repräsentationen in verschiedenen Ländern, dann liegt es im Interesse von allen, diese Stabilität fortzusetzen. Stabilität ist außerdem sehr wichtig, um die chronischen Probleme der Türkei zu lösen. Etwa die Demokratisierung, die Kurdenfrage und die Lage der Alawiten. Die türkische Einparteienregierung hat den EU-Aufnahmeprozess realisiert und begonnen, die Kurdenfrage anzugehen, die für die regionale Sicherheit sehr wichtig ist. Wenn sich die Sicherheitslage in der Türkei verschlechtert, dann verliert erstens die Wirtschaft und zweitens könnten andere Probleme hochkochen, die den Frieden in der Türkei gefährden könnten. Von einem rationalen Gesichtspunkt aus werden die Anhänger der AKP, liberale Kemalisten, Islamisten und andere Gruppen die Stabilität unterstützen.